Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play, ja, Minecraft Space Astronomy. Ich bin's, der Black. Und in der letzten Folge hatten wir gesagt, wir wollen einen Seelenbinder bauen und jede Menge Seelenzeugs, aber dazu brauche ich jede Menge Köpfe, unter anderem auch einen Enderman-Kopf und so weiter und so fort. Und wir sehen, wir haben genau einen Kopf, einen Creeper-Kopf. Das reicht noch bei weitem nicht. Heißt im Klartext, wir werden erstmal hier alles rausschmeißen. So. Das Safari-Netten nehmen wir mal mit rein. Salpeter raus, Bleibaren raus, und dann müssen wir uns jetzt wohl oder übel erst einmal auf die Suche nach Dingens machen. Erst einmal muss ich hier hinten gucken. Oh, hier hinten kann ordentlich spawnen. Das sollten wir ändern. Fackel. Das muss nicht sein, dass solange da noch keine Mobfarm ist, da Mobs spawnen, ne? Am Ende noch ein Creeper, der uns alles in die Luft jagt, weil ich aus Versehen zu nah an den rangehe. Von allein kommt er ja zum Glück nicht, aber das muss ja auch nicht sein. So, wir brauchen also Schädel. Und zwar nicht nur Dingenschädel. Das Ding könnte ich mal noch reparieren. Oh, bevor wir das reparieren. Lelelelele. Beziehungsweise, ja doch, den hauen wir jetzt. Den haben wir angefangen. Wenn er nicht so nervig wäre. Oh, guck mal einer an. Gleich ein Zombie-Schädelkopf. Sehr schön. Wir brauchen, glaube ich, einen Creeper-Schädel. Den hatten wir. Da war auch der... Das ist ja... Das läuft ja jetzt richtig gut. Wir brauchen noch jede Menge andere Schädel, unter anderem ein Skelettschädel. Da hinten ist ein Skelett. Deswegen endermanen wir ein Skelett. Ah, schade, hätte ja auch klappen können. Aber macht nichts. Wir suchen natürlich weiterhin nach Enderman und hauen nebenbei noch Skelette, Zombies und hast du nicht gesehen. Einfach weil wir es können. So. Billelim. Da ist noch ein Skelett. Leider nichts. Creeper muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Leider immer noch nichts. Ja, und bei Gelegenheit sollten wir wirklich mal was zum Verzaubern machen. Aber, ja, wie gesagt, bei Gelegenheit, die ist noch nicht da. Wie ich finde. Ja. Ja. Ponytail brauchen wir nicht unbedingt. Alter. Turkey Head. Okay. Ich bin ja nur auf der Kopfsuche. Nur, dass ihr nicht den Kopf verliert. So. Zählt nichts. Wir müssen schon wieder ein bisschen durch die Gegend ziehen und Möpse schlachten. Aber das gehört halt... Oh, da hinten ist irgendwo Enderman. Da könnte ich vielleicht sogar den hier einfach mal einfangen. Da machen wir mal so hier. Wenn ich den finde. Gehört habe ich, ne? Da oben ist er nicht. Muss er unten sein? Da unten ist er. Gut. Dich fange ich einfach ein. So. Dann hätten wir schon mal einen, den wir reproduzieren können. Da hinten ist noch einer. Den nehmen wir auch direkt mit. So, klappt das gut. Schlimm. Zombie-Köpfe können wir auch nochmal gebrauchen. Kann man nie genug haben von. Außer man hat genug. Okay. Plim. Eine Möhre war da auch dabei, wenn ich mich richtig gesehen habe. Mich richtig gesehen habe vor allem. Hier, da können wir mal den hier nehmen. So. Oh, guck mal, der hat ein Schwert getroppt. Was denn für eins? Ein goldenes. Und ein Stahlschwert. Auch nicht schlecht. Und die haben sogar vernünftige Haltbarkeit, nicht so wie die anderen Waffen. Das ist auch okay. Dann könnte man im Notfall, wenn der Rapier hier weg ist, das mitverwenden. Ich hau die jetzt mal um. Der droppt natürlich nichts, weil die erhöhte Dropchance vom Ender fehlt halt. Alter. Übertreib's nicht, Junge. Sowas. Okay, Knochen. Ja, komm. Was soll's? Man kann schließlich nie genug Knochen haben. Außer man hat genug davon. So, Enderman. Steht auch schön an der Klippe. Entschuldigung, Kuh, geh mal rüber. Verdammt, stand schön an der Klippe. Wo bist du? Weder eine Enderperle noch. Das ist doch eine Enderperle, steht da. Habe ich noch nicht gesehen. Na gut, wenigstens etwas. Damit komme ich zurecht. So, hier unten, den nehmen wir natürlich auch noch mit. Jetzt verrückt hier immer die Welt. Das ist nicht so schön.
Getroffen habe ich auf jeden Fall mal. Hier, so, den habe ich auch noch mal eins auf die Schnauze gegeben. Ja, auch. So, Enderman. Nicht Kopf, aber ihr wisst schon. Sehr schön, wir haben 4 Enderperlen. Das ist sehr gut. Damit könnten wir vielleicht sogar einen Tesserakt füllen. Aber wir brauchen ja eh noch viel mehr. Zum einen für dynamische Legierung. Und anderes. Deswegen gucken wir. Und gucken. Und gucken. Ja, das wird wahrscheinlich noch eine Weile so weitergehen, bis die Mobfarm steht. Das dauert. Da müssen wir uns im Klaren sein. Ja, ich habe den Enderman da unten gesehen, aber ich brauche ja auch noch einen Skelettkopf. Leider nicht bekommen. Mhm. Okay. Oh, vielleicht 2. Dann nehmen wir mal den hier. Wo bist du? Ektoplasma. Kann ich gebrauchen. Weiß ich noch nicht wofür, aber bestimmt kann man das gebrauchen. Bleib hier. Ist egal. Okay. Geplättet haben wir's. Ich sollte mal was essen, damit ich mich mal wieder hochheile. Nicht, dass ich wieder mal rumsterbte. Ansonsten sieht's gut aus. Sehr schön. So, weiter geht's. Das da hinten. Da war ein Enderman. Leider war nur. Oh, halt die Klappe. Trau dich doch auch nicht. Geh weg. So, okay. Beziehungsweise, wir könnten ja mal testen. Wir haben 3 Pfeile. So. Was wir auch mal machen können. 1, 2. Und die Pfeile nehme ich mal hier mit rein. Weil ich habe ja auch Infinity eigentlich drauf. Ne, habe ich nicht. Okay. Hat also so nicht geklappt. Das muss wahrscheinlich dann irgendwie, was weiß ich, vielleicht auf dem... Muss das irgendwo auf dem Mob gemacht werden oder sowas? Ist egal. Auf jeden Fall, das haben wir so in der Art und so und überhaupt. Naja, ist egal. So, hier hinten. Wir brauchen noch einen Andy. Der nichts droppt. Doch, hat er. Hätte mich jetzt auch geärgert. Hast du mich gerade? Nee, das ist nur ein Zombie. Plum. Kommt denn der Pfeil immer her? Von unten. Du warst das nicht, ne? War dein Kopf dabei? Nein. Mist. Kann ja nicht so schwer sein, mal irgendwo einen Enderman-Kopf zu kriegen. Warst du das? Nee, du warst das auch nicht. Du kannst auch keine Pfeile schießen. Merkwürdig. Naja, gut, auf jeden Fall, wir haben ein wenig an Enderperlen wieder gefunden. Und ein paar Köpfe haben wir auch zusammenbekommen. Skelettkopf fehlt halt, glaube ich, noch. Aber ja, ich denke mal, war trotzdem recht erfolgreich. Ja, hätte es schlimmer enden können. So, wir gehen in unsere Hausrichtung. Nü. Da ist noch ein Skeletti. Na, dann komm mal her. Ich mach dich fertig, Skeletti. Wäre schöner Abschluss gewesen, wenn jetzt gerade in dem Skelett noch ein Köpfchen drin gewesen wäre. Ja, war aber nicht. Schade. Nun gut. Man kann nicht alles haben. Drum gehen wir durch die Tür. Ich bin auch mal hier wieder ein bisschen was rauslassen. Da dürfte noch genug drin sein. Ja, mehr als genug. So, raus mit dem Alu. Ektoplasma raus. Knochen raus. Ei raus. Verrottetes Fleisch. 7 Enderperlen. Gar nicht mal schlecht. 2 Enderman-Köpfe. Noch besserer. Aha. So, das raus. Dann könnten wir vielleicht doch so einen Seelenbinder bauen. Seelenbinder. Uns fehlt dazu halt doch noch der Skelettschädel. Creeperkopf hatten wir, Zombiekopf haben wir bekommen. Solarium, dazu brauche ich ein Dingens. Da könnte ich vielleicht nochmal in die Hölle gehen. Schnell mal ein bisschen was buddeln. Dazu brauche ich eine Schaufel. Schaufel. Hier. Und das Teil kann raus. Das kann raus. Gewürzsamen auch erstmal. Klee, Karotti. Die Enderperlen erstmal. Das Safari-Net ebenfalls. Das muss ich nicht mit mir rumschleppen. Das brauche ich auch nicht. So, dann machen wir schnell die Schaufel voll. Holen ein bisschen Solarium. Und ja, dann werden wir anfangen, wahrscheinlich eine dynamische Legierung zu bauen. Und so weiter und so fort. Und wir müssen in der nächsten Nacht dann nochmal los. Zählt ja nichts. Enderman-Jagd ist wichtig. So, ich habe jetzt nur vergessen, was ich machen wollte. Ich wollte die Schaufel reparieren. Genau, da war ja was. Und den Rapier können wir auch gleich mal reparieren. Das sollte nicht das Problem sein. Schaufel hier rein. Dazu brauche ich noch Stein. Stein, bemooster brauchen wir nicht.
Stein. Nicht Detail. Stein. Mein Tee will er nicht nehmen. Manchmal bin ich komisch bei Minecraft. Hier unten geht's, glaube ich, ne? Stein. Ja. S. D. Jetzt geht's Tee auch wieder. Sehr merkwürdig. So. Nun gut. Hier hinten rein. Stein. So. Das ist ein Stahlschwert, das ist egal. Steelhammer, Stonebone, Methock, die können wir auch mal nicht so, sondern so reparieren. Na hallo. So. So. Und so. Gucken wir mal, ob wir hier drüben vielleicht noch Stahl drin liegen haben. Haben wir, sehr schön. Ping, ping. Das wird so nicht funktionieren. Ne, hätte mich jetzt auch gewundert. So, ah, den Eisenhammer können wir noch ein bisschen wieder aufhämmern. Sehr schön, und dann gehen wir jetzt mal schnell in die Hüle, also Hüle mit Doppel-L, denn wir brauchen Stein. So. Ach, wie Schein, wer ein Stein? Wither-Skelett-Schädel bräuchten wir auch bei Gelegenheit, aber alles zu seiner Zeit. Da oben ist erstmal Solarium, also Solarium nicht, aber hier viel Sand. Und zwar en masse, hoffe ich mal. Hier fliegt ein Zeug rum. So, wir buddeln jetzt ein bisschen. Dann gehen wir wieder auf Jagd draußen in der Nacht. Ja, ich hoffe mal, dass das funktioniert soweit. Also Knochen kriegen wir hier genug. Da brauche ich keine Skelette für Knochen. Da kann ich hier ein bisschen was abbauen und fertig bin ich. Aber ja, für anderes Zeugs wäre es schon nicht schlecht, ne? Deswegen auf diese Art. So. Und nur wenn man viel farmt, kriegt man auch viel Sachen. Und wir wollen endlich irgendwann anfangen mit Space Astronomy. Im Prinzip, sobald ihr die Query dort unten steht, wir in der Lage sind, Tesserakte herzustellen en masse, steht halt der Plan, zu beginnen mit Galacticraft. Das ist dann mein Ziel, dass ich dann halt direkt da oben meine Space Base machen kann. Meine Space Base klingt gar nicht mal schlecht. Meine Raumbasis da oben in den Orbit, da will ich wirklich hin. Auf dem Mond wird auch noch eine kleine Zwischenstation gemacht, aber im Orbit soll eigentlich meine Hauptbasis sein. Das ist mein Ziel. Ob das so funktioniert ist alle. Naja, ist egal. Ob das so funktioniert in Sachen ja, wie nenne ich es denn? Mobform, ob ich da eine Mobform reinkriege, ist eine andere Frage. Weil wegen fehlende Schwerkraft und so. Aber mal gucken. Vielleicht klappt das ja auch. So. Was wir auch mal machen könnten, wäre wieder hier. Eins, zwei. So. Weil wir wollen ja jede Menge Bücher noch haben zum Verzaubern. Ich hoffe, können wir gleich nochmal ganz machen. So. Schupp, 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 schupp. Das Zeug raus, Seelen dann raus, das raus, das raus. Solarium. Dazu brauchen wir 4 Stück auf jeden Fall erstmal. Das brauchen wir aus. Gold und Seelen dann. Dann holen wir uns mal ein bisschen. Hätte ich ihn gar nicht rausschmeißen können. Brauchen. So. 32. Gold. Müssen wir jetzt auch ein bisschen was haben. So, wunderbar. Und dann werde ich mir mal noch einen Öllo-Smelter bauen. Legierungsschmelze, weil wir haben dann 2, das ist besser. So, 1, 2, 3. Aha. Ein Kessel. Aha. Basiskondensator fehlt noch. So. Na, wunderbar. Du bist auch da. Und das müsste eigentlich schon gewesen sein. Legierungsschmelze. Die zweite, wir brauchen noch Kabelleitungen. Haben wir noch Energieleitung ein paar. Okay. Und so weit, so gut. Ich würde sagen, diese Legierungsschmelze, wie gesagt, das ist alles hier provisorisch, man sieht es ja. Schmeißen wir einfach hier mit einem Abstand da hinten ran. Dann haben wir hier hinten unsere Legierungsschmelze für Legierung. Dann brauche ich nicht immer die andere ausschalten, was ich ganz gut finden würde. So. Also so und so. Legierungsschmelze. So, so. Oben drauf. Wunderbar. Und dann können wir hier reinlegen, Goldbarren, Solarium, und zwar nur Legierung. So, der ist auf dem Weg, der arbeitet. Dann ist das die erste Legierung, die wir hinkriegen. Dann brauchen wir noch eine dynamische Legierung und sowas in der Art, aber das alles zu seiner Zeit. Immer mit der Ruhe, Leute, kein Stress.
So, Aluminiumblock raus, Bruchstein raus. Toll. Wie sieht es draußen aus? Wird es dunkel? Ah, noch lange nicht. Na gut, ist ja auch erst 2 Uhr nachmittags. Da wäre es auch ein bisschen ungewöhnlich. Hier drin haben wir ein paar Basic-Gene. Und das können wir raushauen, die so ungültigen Zellen. Die Basic-Gene gehen wir wieder hier rein. Und haben, ja, auch das hier wieder gleich voll. Sehr schön. Als nächstes machen wir mal hier Türchen auf. Können mal wieder einsammeln gehen. Lülülülü. Schön hell hier drin. Und das ganz ohne irgendwas. Übrigens fehlt uns immer noch so ein Goldbeerenbusch. Den haben wir auch noch nicht. Aber der kommt vielleicht irgendwann mal. So, das Zeug kommt erstmal mit ins Inventar. Irgendwann verarbeiten wir auch das, wenn wir mal Not am Mann haben. 73 Diamanten ist auch nicht schlecht, muss man sagen. Aber hier ist noch zu tun. Jede Menge zu tun. Also ferröses Erz, ferröses Metall. Dazu brauche ich ja wahrscheinlich erstmal wieder Gold. Um hier... Was kriege ich eigentlich aus der reichen Schlacke? Aha. Gelorium, natürlich. Halt, hier wollte ich sowieso rein. So, Ja. Mana infundiertes Erz. Nee. Schillernder Bachen kriegt man auch aus der reichen Schlacke was raus. Das ist auch okay. So, und aus Nickelerz bekommen wir nur Nickel und dann normale Schlacke. Schade. Also es geht nur mit dem Zinnober, aber immerhin. Passt. Also im Prinzip ist es doch so wie Infinite World gewesen, genau. Da war es ja genauso. Nur habe ich es anders in Erinnerung. Nicht dahin gehen. Da sind Viecher, die sammelst du ein. Dann bist du wieder verärgert, weil du sie eingesammelt hast. So. Silberbarren, soweit so gut. Husten, soweit so gut. Ja, ich würde mal sagen, wir beenden hier die Folge, warten auf die Nacht und gehen dann wieder auf Jagd. Und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal, bis denn.